Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch mitnehmen auf die Jagderlebnisse der letzten Monate und Wochen. Und los geht's im Winter. Ihr seht hier diese tollen Aufnahmen. Ich werde euch ein bisschen was aus dem Revier zeigen. Es gibt einen kleinen Exkurs zum Thema Fallenjagd, dann Jagen an der Mosel und Jagen im Bremer Förde auf Dammwild und Rehwild in der Blattzeit und viele, viele Dinge mehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Bildern und freue mich, wenn ihr mir einen freundlichen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da lasst. Also, los geht's! Die Zeit im Winter und im zeitigen Frühjahr ist ideal, um das Rehwild oder um die Wildarten im Revier gut zu beobachten. Die Zwischenfrucht ist langsam runtergefroren und Laub ist auch keins auf den Bäumen, sodass eben das Rehwild, was sich in Sprüngen zusammenfindet, dann überall im Revier sehr gut beobachten lässt. Und dabei sind diese tollen Bilder entstanden. Im Monat Februar bot sich die Gelegenheit, nochmal auf Schwarzwild zu jagen an der Mosel. Und ich bin dann gemeinsam mit dem Ingo ein paar Tage an die Mosel gefahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, nur leider ohne Jagderfolg. Ist ja in Ordnung, aber das ist scheiße. Da kannst du ja. Du hast ja nur so einen Mini-Bereich, wo du eingucken kannst. Ja, du arbeitest mit Profis. Ein Profi kann aus Laiengeräten auch nichts machen. Ein Profi kann mit allem schießen, selbst mit einem Meopta-Glas. Ja gut, dann bin ich kein Profi. Aber ey, ganz ehrlich, das ist ja reine Glückssache. Das ist schon vorbei. Matthias, ich habe aber gehört, die Gäste sind fürs Wetter zuständig. Ja, stimmt. Hast du schönes Wetter mitgebracht? Ich habe Sauwetter mitgebracht, Ingo, damit du heute Abend auch ein Schwein schießen kannst. Nein, wir haben andersrum gemacht. Du hast ja gestern schon Auch ich freue mich über erfolgreiche Jagderlebnisse und natürlich mache ich mir auch meine Trophäe fertig. Das ist nicht die Hauptmotivation meiner jagdlichen Tätigkeit. Ihr wisst das, meine Hauptmotivation ist Fleischbeschaffung. Aber trotzdem ist es schön, wenn man eine Erinnerung an Jagderlebnisse hat. Und das mag für den Außenstehenden manchmal etwas befremdlich sein. Aber der Besuch beim Präparator des Vertrauens ist auch am Ende der Jagdsaison Pflicht.
auch wenn die Jagdsaison auf Schalenwild im Februar bereits beendet ist, so gibt es doch die Möglichkeit der jagdlichen Betätigung, und zwar bei der Fallenjagd. Die Fallenjagd bildet bei uns im Niederwildrevier eine wichtige Säule der Niederwildhege. Und so ist eben die Dezimierung von Fuchs, Waschbär und Co. ein wichtiges Element, um eben nachhaltig jagen zu können. Auch in diesem Jahr ging es wieder los auf Kidsrettung und wir waren da sehr erfolgreich mit unserem Hegering. Zusätzlich ist es so, dass wir die Rehkitze in diesem Jahr auch vermehrt markiert haben. Das hat etwas zu tun mit einem Forschungsprojekt. Und dazu möchte ich euch jetzt hier auch ein paar Bilder zeigen und diese Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Weitergehen. Ist da ein Zaun oder kann man da weitergehen? Weitergehen, wenn es geht. Nix geschossen ist auch gejagt, ist eins meiner erfolgreichsten Jagdvideos auf diesem Kanal. Ich verlinke euch das gleich mal hier oben in die Ecke rein und auch dieses Motto, ja, galt an diesem Abendansitz, den ich erleben durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Wild einfach nur zu beobachten. Ich hatte nichts Passendes vor, wie man so schön sagt, deswegen blieb der Finger gerade und man ist ohne Beute nach Hause gefahren, aber mit tollen Eindrücken, die ich euch jetzt hier an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Thank you.
Im Sommer ging es dann mit Ingo und seiner Frau nochmal an die Mosel und dazu seht ihr hier ein paar lustige und spannende Bilder. Okay. Hallo Ingo. Ja, hallo Matthias, was ist dein Plan? Also ich bin jetzt mit Ingo mit der Ruth hier im wunderschönen, darf ich sagen, wo wir sind? Nee, ne? Rheinland-Pfalz. Im wunderschönen Rheinland-Pfalz. Und der Plan ist eigentlich, dass ich hier endlich mal ein Wildschwein erlegen kann. Ingo, wie lange kennen wir uns jetzt schon und wie lange fahre ich mit dir schon hier hin zur Yacht? Eine mittlere Ewigkeit. Ich glaube, eine mittlere Ewigkeit. Ich habe hier, also seitdem wir uns kennen, erst ein Stück Schalenwild erlegt. Wenn wir zusammen in deinem Revier unterwegs waren. Und zwar war das ein Hegeabschuss. Das konnte ich noch nicht mal in eine Pfanne hauen, weil das total vereitert war. Das ist irgendwie traurig. Ja. Dabei bist du doch sonst derjenige, den man auf den Misthaufen setzen kann und der trotzdem noch ein Stück Schalen. Genau, eben. Das ist das Problem. Aber wenn du mit mir in deinem Revier irgendwie, also es ist ja... Da ist der Wurm drin, ne? Ja. Wenn wir woanders zu Gast sind, klappt das immer. Wenn du bei mir bist, klappt das irgendwie nicht immer, aber immer öfter. Aber hier hat es irgendwie noch nicht geklappt. Wobei, Schweine haben wir beim letzten Mal ja gesehen. Also die letzten Male habe ich Schweine gesehen. Also wir tasten uns näher ran. Wildschweine. Wildschweine, ja. Genau. Und jetzt gucken, was machen wir jetzt, Ingo? Wir gucken mal da, wo die in der Nacht sind. Wo wir hoffen, dass sie da sind. Ja, mal gucken, ob die... Schaden, die da sind, da setzen wir uns hin. Auf dem Weg zur Kanzel konnten wir dieses Stück weibliche Rehwild ausmachen und die Ansprache gestaltete sich als sehr schwierig. Vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare rein, was das für ein Stück ist. Ist es ein Schmalreh oder eine Ricke? Ich persönlich fand es sehr schwierig und so blieb der Finger gerade. Außerdem war hier auf dem Feldweg kein geeigneter Kugelfang vorhanden, sodass wir uns entschieden, erstmal zum Sitz weiterzugehen. Es ist Mitte Juli und die Blattzeit, ja, fängt natürlich langsam an. Die Rehbrumpf dauert dann etwa 4 Wochen bis Mitte August.
Und so versuchten wir einfach mal an diesem Abend unser Glück. Und es schien auch ein wenig erfolgversprechend zu sein. Nur leider waren wir dann ein wenig zu langsam und der Rehbock kam zugegebenermaßen ein wenig überraschend. Ob es dann am letzten Abend an dieser wunderbaren Stelle mit Jagderfolg klappen sollte, das werdet ihr jetzt in den folgenden Bildern sehen. Ich kann nur sagen, shit happens. Bereits sehr früh am Abend hatte ich sehr viel Anblick, aber es war eben kein passendes Stück dabei, was ich erlegen konnte. Und so wartete ich dann noch geduldig bis zum letzten Büchsenlicht und kurz nach Sonnenuntergang bekam ich unverhofft Besuch. Und damit war für mich der Ansitz an diesem Abend beendet. Jagen in Bremervörde, in diesem wunderschönen Revier, konnte Ruth am ersten Abend diesen alten Waldbock strecken. Weidmannsheil Ruth und auch Jagdfreund Ingo war erfolgreich. Er konnte einen Dammspießer erlegen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und auch ich hatte Jagderfolg und das seht ihr gleich in den folgenden Bildern.
Das Medaille wegkommt. Reicht schon, reicht schon. So, wenn da überweg bist, so, dann kannst du ihn schon anfassen. Und hier einmal ein bisschen mit dem Finger unter, wenn man die Kraft hat, sonst muss auch alles freischärfen. Ja. Aber das geht auch bei so einem warmen, kannst du so einen Posten, kannst du was. So, und hier kommt nochmal so ein Punkt, siehst du das? Ja. Das reißt mit dem Seich. Auch wenn ich schon mehrere Stücke in meinem Jägerleben erbeuten konnte und erlegen konnte, so ist man nicht frei von Jagdfieber und es war in der Situation ganz extrem. Ich konnte diesen Rehbock nicht sauber erlegen, zumindest nicht in der Situation, auch wenn es vielleicht hier und da möglich gewesen wäre, aber ich war nicht in der Lage, einen sauberen Schuss anzutragen. Und deshalb blieb der Finger zunächst einmal gerade und ob ich den Rehbock dann trotz mehrmaliger Versuche und guter Gelegenheit erlegen konnte, das seht ihr jetzt gleich in den folgenden Bildern.
Ihr seht, es hat sehr lange gedauert. Zwischendurch habe ich die Hoffnung aufgegeben, weil ich dachte, der Bock ist jetzt weg. Er kommt nicht mehr wieder auf die Fläche. Aber es hat dann am Ende doch noch gepasst und das Warten hat sich gelohnt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr mit Jagdfieber umgeht. Also es war an diesem Abend für mich wirklich schwierig und ich war erleichtert, dass ich den Bock dann ja ein paar Meter vom Anschuss entfernt dann finden konnte mit einem sauberen Schuss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo des Kanals. Macht's gut und Weidmannsheil.